Zwiebeln hacken wie ein Profi. So geht's. Zum Anfangen schälen wir zuerst Zwiebeln. Du schneidest oben und unten ab. Am besten tust du beim Strunk nicht zu viel abschneiden, dann hebt sie nachher noch zusammen. Ich halbiere sie meistens, dann kannst du so gerade die Schale abziehen. Wichtig ist, dass du beim Zwiebelhacken ein scharfes Messer verwendest. So rutschst du beim Schneiden nicht ab und taugen dann auch weniger Tränen. Weil so tust du nämlich die Zellstruktur nicht so verletzen und du kannst ganz fein oben abschneiden. Du schneidest eigentlich bis zum Strunk an, nicht ganz durch. Du Zwiebeln dann kehren und schneidest 2 bis 3 Mal, je nachdem wie gross das ist, quer durch. Danach hebst du die ganze Zwiebel mit deinen Händen schön im Schneidegriff, dass alle Fingerbeere versorgt sind und schneidest schön oben ab. Wenn du so nicht mehr weiterkommst, leihst die Zwiebeln ab und machst genau das gleiche weiter. Du kehrst sie wieder und machst das so lange, bis du die ganze Zwiebel durchgeschnitten hast. Und so hast du am wenigsten Food Waste. Und am Schluss bleibt eigentlich gar nichts mehr übrig.